He just wants to get past his teammates, which he does. No, he's going to puncture. They made contact. So, liebe Freunde des gepflegten Sim-Racing, Sonntagabend, 19 Uhr, es ist Race Day und wir sind für euch heute live wieder auf Twitch dabei in Austin, Texas mit der F1 Online-Liga in der FH3 Xbox One und mit am Start der Hufidan. Servus Hufidan. Servus Wegmatt. Servusler. So, wir sind quasi schon mittendrin, statt nur dabei im Qualifying Runde 1. Wir sind heute 14 Fahrer, somit kommt jeder ins Q2. Wir müssen allerdings wie immer eine Zeit setzen, die kann richtig schlecht sein, kann aber auch gut sein, was im Idealfall natürlich gut wäre. Ja, und schauen wir mal, was wir da heute irgendwie zusammenbasteln können. Ne? Jetzt muss ich bloß mein Setup nochmal schnell angucken. Ich auch, ja. Weil das passt noch nicht. Da haben wir ja einen PC, wie wir trainiert haben. Ein bisschen was verändert. Genau. Und das müssen wir jetzt noch anpassen. Schauen wir mal rein. So, ja, ich gehe es auch nochmal durch, ne? Also ja, wo war ich? Genau, die Fahrer fahren einfach nur eine ganz entspannte Runde, damit sie weiterkommen ins Q2. Ja, es sei denn, sie hauen sich raus, weil sie eine Wand fahren oder so, dann kommen sie natürlich nicht weiter. Aber hoffen wir mal, dass dies nicht der Fall ist. Haben wir schon mal aufs Wetter geguckt? Nein. Nein. Wollen wir es wissen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Und? Hast du schon mal geguckt? Nein. Ich guck mal. Schön. Alter. Wetter in allen Sessions trocken, hat er geschrieben, der Luca Toni im Discord, Alter. Yes. Es ist cool. Jetzt hoffen wir einfach, dass die Lobby bestehen bleibt. Na? Trockenes Wetter. Und dann... Das wäre gut, das wär ja. Das wäre nicht schlecht, das wär ja. Gut. Ja, naja, gut. Ich mache mich mal auf Achse kurz. Ich, ich muss hier erst nochmal hier ein Verschnaufspäuschen machen. Und dann mache ich mich mal so langsam warm. Ja, ich mache mir das ein bisschen drehen. Mach's. Was ich dich bitten wollte, solltest du bei mir mal zu gucken, also sprich jetzt irgendwie mich auf dem Bildschirm holen, dann ja. Sei so lieb und und mach mal auf diese Gesamtübersichtsding, weißt du schon? Wie? Eieiei, warte mal, jetzt geht wieder. Dass man nicht mein Fahrercockpit sieht, weißt du, wie ich meine? Weil wenn man nämlich das immer sieht, weil das sieht man bei mir quasi im Stream schon. Achso, quasi, ja, die TV-Kamera halt dann. Nicht die TV, genau. Sondern die Übertragungskamera. Genau, und dann hätten wir einfach ein bisschen Abwechslung mal drin oder so. Jo. Fährst du wirklich gerade? Ja, ich bin schon mal rausgefahren. Ah, da ist er. Thank you.
Ach Mensch, Pascal, du. Mann, Mann, Mann. Dann geh ich. Hat er die Runde versaut? Ja, ja. Da wäre ganz gechillt mit seinen Riemenreifen im Trocken umeinander. Ja. Auf der Ideallinie mir vor der Schnauze. Also was? Ah, finde ich echt scheiße sowas. Aber wenn es um echt nichts geht, aber es wäre halt einfach mal cool gewesen. Ich werde jetzt mal Sicherheitshalber das Rad laden. Gut. So, ich mache mich dann jetzt einmal auf meinen Weg. Schuhe anziehen. Sektor 1 und 2 lila Sekunden rausgefahren. Also, wenn es viel war, 1,5 oder 1,7 mm über die Strecke gegrenzt. Oh Mann. Ich weiß nicht, ich bin vom Gas und höre aber nichts gebrochen. Ich muss ganz kurz mal auf Stunden, ich bin gleich wieder da. Ja. Hast du jetzt am Laptop irgendwie was? Nee, oder? Doch. Ja? Ja. Warum? Ja, weil meins nicht angesteckt ist, blöderweise. Aber gut, jetzt habe ich es neu eingegeben, also ich sehe es schon, alles gut. Okay. Fliss hat die Session aufgegeben. Das Fliss, ne? Das ist ja so ein Lumpes. Oh. Das ist schlecht. Ja. Hat's denn rausgeweht, oder? Ja, scheinbar. So, Rufi dann macht sich dann jetzt auch seine erste Runde. Den Softs, Rennsieger von letzten Mal in Japan. Hat das zusammen mit seinem Teamkollegen Wegmann einen Doppelsieg geholt für Alpha Tauri. Also sehe ich die Leute vermissen da aus der Xbox-Liga. So sehr freue ich mich trotzdem, dass ich endlich mein Kopfhörer nutzen kann, endlich mein Headset. Und nicht jedes Mal schauen muss, dass das Ding da auf der Xbox aktiviert bleibt, sonst höre ich nichts mehr. Das stimmt, ja. Und zum Zweiten halt, dass ich alles Lenkrad voll nutzen kann, das ist natürlich der nächste Punkt. Und vor allem halt auch diese Einstellungen, die ich halt auf dem PC habe und dann der Xbox nicht. Genau. Ja, beim Streamen ist dann auch ein bisschen einfacher, wie auf der Xbox da.
erste Kurve verbremst. Aber nicht ungültig, oder? Nee. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Eieiei. Und auch wenn ich laut drauf. Du bist gerade die bislang schnellste Runde gefahren. Saubere Arbeit. Ich muss mal ganz kurz was an meiner Anlage gucken. Bin gleich da. Ja.
1:32.923. 6 Zehntel hinter seinen Teamkollegen. Und etwa 1 Zehntel vor Franco Driver auf 3. Ja, die schon besser. Was sagst du? Was hast du? Ich bin jetzt mal freigekommen in meiner ersten Fastlap mit mir der Pascal, der Vettel, bisschen ausgebremst da mit seinen Ringreifen. Ja. In der zweiten Fastlap der Mock, wobei der gut auf Zeit gefahren ist, also ohne Vorwurf jetzt, sondern ist halt einfach trotzdem ein bisschen Ablenkung. Jetzt bin ich bei 1:32.9, geht aber noch was, also hier unten wieder gemacht. Okay. So, mal schauen, wer sich versucht, mit den Mediums ins Q3 durchzuboxen. Na, sehe ich schon der Erste. Mock. Im Ferrari. Sieht schon die Mediums aus. Die fährt doch gleich schon einer los. Ja, genau. So, Cooperetti hat sich auch die Gelbe aufgezogen. Jason ebenfalls. So, jetzt fahren wir direkt bei. Ne, erstmal besser. Der ist nämlich der Erste auf der Strecke. Und hinter ihm ist Mock, dicht gefolgt. Bis Pause, dann kommt der Red Bull von Frankfurt Driver. Und dann kommt Pascal Vettel im Racing Point. Hinter ihm der Alfa Romeo von Jason, der mit den Mediums unterwegs ist. So. Ja. Sind jetzt alle draußen wahrscheinlich, oder? Naja, 5. Ja, ich werde trotzdem, glaube ich, warten. Ja, ich lasse die jetzt durchrutschen und dann fahr ich mal raus. Ne, dass was schief läuft, weißt du? Ja, das stimmt. Aber ich nehme trotzdem an Zacken mehr Sprit mit. Damit ich 2 Runden zur Not fahren könnte. Okay. Im Q3 fange ich dann erst an mit weniger Sprit. Ja. So, Jungs, wie schaut's aus? Dann bin ich mal weg. Jawohl.
Starke Runde vom Frankfurt Driver. Was hat der? 1,32,1, naja gut. Wegmatt. Geht jetzt auf der schnelle Runde. Ganz böse verbremst in Kurve 1 rein. Ja, besser, Sektor 1. War sehr schön durch die erste durchgekommen. Ein bisschen verbremst. Vorne links ist das, ist der Reifen stehen geblieben. Nochmal vorne links stehen geblieben. Frankfurt Driver fährt eine 1:32.024. Nur P2 erstmal, 1,32,4 von Wegmatt. Die sollte ihn aber durchbringen ins Q3. Boah, stark, sehr stark. Heieiei. Komm ich gleich vom Weg ab, du von lauter Begeisterung. Sehr gut. Fliss auch, mei, mei. Also berühmt war es nicht, also der Fabrizino. Ja, ich probiere es mal. Jo. Thank you.
Profi, dann ist man eine schnelle Runde. Mit Soft. Ja, und da war ein Querschwer drin, das heißt, die Runde ist futsch. Ja, und jetzt ist sie unnötig. Schade. Na, fährt auch direkt rein. Ich denke mal, der tankt jetzt auf. Nee. Holst du neu? Ja. Oder probierst du es nochmal? Nee, ich hol mir neue. Die war aber im Allgemeinen schon nicht gut. Ich habe mich gleich in der ersten Kurve verbremst. Unten waren die Räder gestanden. Nach der DRS waren die Räder gestanden. Also. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin Vierter. Ja. Ja gut. Der Pascal Vettel ist er 1,34,9. Also 2,5 Sekunden bin ich da schneller. Der ist auf 10. Aber du mit kommst, der Cortega. Der Vettel auf Softie. Okay. Du kommst, der Cortega. Also auf jeden Fall mal zwei Plätze nach hinten. Ja, das weißt du ja nicht. Vielleicht bin ich ja nicht besser als du. Naja, also. Und dann, wenn es blöd läuft, Jason, Luca Tuni fahren auf Mediums. Ja, dass die nochmal rausfahren vielleicht. Das ist wieder eine blöde Situation jetzt, ne? Riskiere ich's, weil ich würde gerne Reifen sparen, damit ich im Rennen einfach einen Satz auf jeden Fall neue mit dabei habe noch, ne? Ja. Naja, ich weiß nicht, wie du, was du, meinst du wirst noch überholt? Ja, das weiß ich eben nicht, ne? Das ist eben gerade guter Rat teuer. Ich ja, warte halt, ob der Luca Toni noch mal rausfährt. Ne, der ist gerade draußen. Auf Softe? Ne, auf Mediums. Also soweit ich das sehe jetzt. Ja, dann fährt er sicher nicht mehr auf Softe raus jetzt. Dann kannst du eigentlich. Luca Tega fährt auf Soft. Luca Toni ist auf Mediums. Jason auf Softe. Pizza 2K auf Softe. Bretti auf Mediums. Ja, ich glaube, ich riskiere es. Ich klicke mir nur mal kurz aus, ne? Bin gleich wieder da. Jo. Auf seiner schnellen Runde. Die darf jetzt nicht ungültig sein, sonst schafft er vielleicht keine mehr. Noch 2 Minuten in dieser Session. Du musst eine gute Runde fahren oder wir scheiden aus dem Qualifying aus. P1 in Q2. Hörst du? Bist du da?
So, schaut doch gut aus, ne? Sehr schön, ja, sehr schön. Die war richtig gut. 1,31,5. Ja, sehe ich schon. Aber ich glaube, ich bin auch weiter, so wie das ausschaut. Ja, wenn jetzt keiner mehr fährt. Naja, es waren noch drei, die hinter mir wären. Ja, gut. Aber wäre die schlimmstenfalls Achter. Also von dem her, alles gut. Wird spannend. Q3 geht es um die Platzierung im Rennen. Muss jetzt mal noch einen raushauen, weil so brauche ich da. Das ist der Gurgische Eich hinterher, ne? Im Mittelbereich. Da ist nix. Das heißt, ich werde gleich mal rausfahren. Weil ich da sicherlich zwei Anläufe brauchen werde, so wie das ausschaut, um wirklich da einigermaßen vorne mitzuspielen vielleicht. Wenn überhaupt. Weil da liegt schon viel Zeit inzwischen jetzt mittlerweile. So. Bin wieder am Start. Sturdy. Mega, mega. So. Ich traue mich nicht so richtig. Ich neige das oben in der Kurve. Ja, ich bin schon noch vorsichtig. Ich bin da viel zu zaghaft am Gas. Ja, also deine Zeit spricht aber nicht dafür, dass du halt mordsmäßig vorsichtig wärst. Nee, jetzt Alter. Nicht. Ja, ich zaghaft, aber halt schon relativ vorsichtig, weißt du? Also ich gehe jetzt nicht so wie auf PC. Wenn wir da trainiert haben, da habe ich im Qualifying haben wir da 1,31,2 mal zusammengebracht. Also da bringen wir schon andere Zeiten noch dahin. Gut, noch dazu kommt halt einfach das Lenkrad. Ja. Das merkst du extrem. Ja. Auf jeden Fall. Bist du schon unterwegs? Ja. Also Wigmat und Luca Toni sind jetzt die ersten, die eine Runde aufstellen. Eine Rundenzeit. Na, der linke Vorderreifen wieder ein bisschen blockiert beim Wigmat. Das ist dem heute schon öfters passiert, vor allem an der Stelle. Und über Toni 1,24,466. Dann war damit immer schneller. Und? Was hast? 1,32,6, Alter, das ist gar nichts.
Da macht er seine schnelle Runde jetzt wahrscheinlich, seine Hotlap. Sofern er noch genug Sprit hat. Echt, ich fahre viel zu zaghaft für euch. Aber ich glaube, auf der Strecke ist einfach für mich echt nicht mehr drin. Das ist mein Problem. Eine 1,317. Mein Lenkrad funktioniert nicht. Hä? Und jetzt? Meine Schaltbügel gehen nicht mehr, meine ganzen Tasten gehen nicht mehr. Ja, steck aus und wieder ein nochmal der Lenkrad. Hä? Keine Ahnung, was jetzt hier los ist. Ne, geht's wieder oder nicht? Nee. Ja, schalt mein Lenkrad aus und wieder ein, also ausstecken und einstecken. Ja, habe ich jetzt. Alter, ich fahre über die Ziellinie und meine Schaltwippe geht einfach nicht mehr. Nee, meine Schaltwippen gehen nicht. Okay. Hast du ausgesteckt, wieder eingesteckt? Ja, und jetzt auch nochmal ausgeschaltet. Ausgeschalten? Ja. Ach komm halt. Ich fahre über die Ziellinie, auf einmal gehen meine Schaltungen nicht mehr. Oh Mann, ey, und ich Idiot bin jetzt nochmal. Ne, bin ich jetzt mit die alten rausgefahren? Mein Lenkrad, jetzt! Hey! Hä, was war denn das jetzt, Alter? Gute Frage. Mein Lenkrad springt voll. Jetzt immer noch. Ja, jetzt geht's, aber was war das denn jetzt? Keine Ahnung. Ich fahre über die Ziellinie für den dritten Gang, will den vierten schalten, auf einmal schaltet er nicht mehr. Okay. Dass ich 4-6 wollte. Nur 5. erstmal. Das, wenn halt im Rennen passiert, dann gut Nacht beim Kühler, ne? Ja, du musst doch Pause drücken und dann. Ja, das ging ja nicht. Ich konnte ja noch Pause drücken. Achso. Ich glaube, mein Controller. So, ich fahr mit Fast Clip schnell. Ich fahr mit Fast Clip. Okay. Thank you.
So, 30 Sekunden haben wir jetzt noch hier im Qualifying. Bisher ist Wegmann auf, Entschuldigung, Hof wieder, meine ich natürlich. Hof wieder noch Pole. Leck mich doch am Arsch. Ich habe meinen verschissenen Lenkrad. Wer ist noch? Ja. Ah, fuck, Alter. Nee, schafft er leider nicht. Aber kann er noch eine Runde anfangen, oder? Ah, leider kein Sprit mehr. Okay. 1:31.869, ich könnte kotzen nicht. 1:31.7, Alter, und ich könnte echt heulen. Ich fehlt ja mein scheiß Lenkrad, ich konnte nicht den dritten Gang schalten, den fünften Gang schalten. Wie? Ja, die war auf dem dritten Gang festgehangen und ich konnte nicht hochschalten. Okay. Mann, ey. Es wäre 1:31.5 locker geworden. Fuck, ey. Ach. Nicht vergessen, ne? Ich bin wieder hier am Joystick. Also wenn ich mal nicht antworte. Jo, kein dann, Ding. Genau. So, 8 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, los. Und so, hier geht es jetzt jeden Moment los mit der Einführungsrunde. Versuche einmal in jeden Gang zu schalten. Wir müssen vor dem Start sicher gehen, dass die Kupplung funktioniert. Wir sollten die Reifen und Bremsen auf Betriebstemperatur bringen. Aber der Motor darf nicht zu heiß werden, also pass auf, dass die Drehzahl nicht zu hoch wird. Luca Toni startet mit Mediums, das heißt, schaut gut für uns da vorne aus. Vorerst, ja. Vor dem eigentlichen Rennstart überholt. So, viel Erfolg. So, dir auch, Dankeschön. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Genau.
jetzt geht's los. Die fünf Lichter sind aus und es geht los. Hier in Austin in Texas. Oh, und da hat's geknallt. Der Ferrari von Mock hat da ein bisschen die Endplate verloren. Oh, und da, das sah böse aus. Soweit es aussieht, kein Schaden. Nein, das ist alles gut. So, Wegmann hat sich da direkt drei Plätze geholt. Sieht hier doch den ersten Platz. Den ersten Platz gezogen. Wir sind nach Runde 1 noch auf derselben Position. Nicht großartig, aber auch nicht schlimm. Bleib konzentriert. Mein Auto trägt schon wieder so weit aus. Ja, aber mir ist auch nicht. Alter, warum trägt denn mein Auto immer im Rennen so weit aus? Okay, DRS ist jetzt verfügbar. Mal schauen, ob das wieder ein interessanter Fight wird zwischen den beiden AlphaTauri-Fahrern. Ähnlich wie in Russland und auch Japan. Okay, wir müssen da vorbei. Setze Überholen ein. Überholen! Boah. Kommen hier mega weit raus.
ausgezeichnet. Das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Zum Qualifying gedreht. Oh, und jetzt hat er sich den Flügel angehauen. Das ist ärgerlich. Gut, da muss er jetzt in die Box fahren. Der holt sich jetzt bestimmt die harten Reifen und versucht einfach nur bis zum Ende durchzufahren.
beiden Avatoris hier vorne fahren wieder hinterher, miteinander weg. So, und Wegmann holt sich da seine ersten 3 Sekunden ab. Mann, Mann, Mann. Na, Strafe, ne? Ja. Ja. Fuck, ey. Naja, ist noch lang. Noch ganz lang. Grip gefühlt, ey. Mich ich auch, das ist echt krass. Das ist unglaublich, echt, in den S's, das gibt's ja nicht. Jetzt fahren wir vorher 3 Qualifying-Runden und das Auto liegt perfekt. Ja, warte, im zweiten Sinn wird's viel besser. Im zweiten Sinn wird's deutlich besser. Haben wir ja im Trainingsrennen, hab ich's gemerkt. Ja. Der Teamwertung ist McLaren erster mit 122 Punkten, danach Red Bull mit 12 Punkten Abstand, also 110, Renault 92 Punkte auf 3. Gelb, da hat sich die Pizza wohl in der Haarnadel gedreht. Flügel sieht aber noch heil aus.
Alter. Ich glaube aber noch 6 Runden. Ja. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren.
Fährst du rein? Ich würde jetzt reinfahren, wenn es geht, oder willst du? Ja, klar, klar, geht. Reinnehmen. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Ist ein bisschen im Alpha Tauri Sandwich. Wigmat geht ja bestimmt gleich vorbei. Also vorbei.
er jetzt überholt von den beiden auf Trauri. Jason ist wieder auf Platz 3. Sagt die Flow, ne? Ja, einmal raus, ne? Das ist schon scheiße.
Hallo? Hallo, hallo. Und? Fährt er einigermaßen okay, der Günther? Nee, ne? Ja, ich bin halt rangekommen wieder auf 1,7 jetzt. Scheiße. Alter, fuck. 5 Sekunden. Ich find's gut. Ja, das glaube ich dir. Ach, bitte! Mensch! Ah. Ja, ich muss auch aufpassen, Alter. Ich hab schon 2 Verwarnungen. Fuck, ey. Echt. Benzinplanziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar.
Bist du mal wegen Wand vorne oder was ist denn das eigentlich? Du hast Mediums drauf. Ja, ich weiß. Ja, ich hab Softe drauf. Ja, aber kannst du trotzdem warten? Du musst ja nicht immer so schnell den Fuß prügeln da. Gibt's ja nicht, echt. Ja. Komm ich nicht mit. Entschuldigung. Ja, und wenn ich da so halt, dass ich deinen Arm spiele, ist schlecht, ne? Das glaube ich dir das nicht. Es ist Vertrauen nicht da, ne? Ich war schon. Das glaube ich dir irgendwie nicht. Ja, ja. Ja, alles gut. Verstehst schon, oder? Ja, freilich. Ja. Bei mir ist es heiß im Wohnzimmer, ey, ich schwitze. Bei mir auch, wie sau, ich hab schon einen Ventilator an. Leckt mich fett, ey. Ach nein! Ah, fuck, was mach ich jetzt? Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Scheiße, Mann, ey. Fucking scheiß Safety Car Arsch. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Das ist jetzt wirklich scheiße. Mann, und wir haben so einen geilen Vorsprung gehabt. Leck mich doch am Arsch. Ja, es ist echt heftig. Ich muss diese Scheiße jetzt wieder rausfahren, das blinkert nämlich nur 3 Sekunden. Ach Mann, ey, ich könnte heulen, echt. Das, warum ist denn jetzt Safety Car? Ich weiß es nicht.
Du hast ja alles richtig gemacht. Bist du hinter mir? Ja, das stimmt. Du kannst nicht durchfahren, Alter, wir sind mit dir falsch. Ja, aber das Flag halt auch. Der Chase. Oh ne, der Chase nicht. Aber der Frankfurt, ja gut, der hat 15 Sekunden. Scheiße, Mann, ey. Ja, das ist gelaufen. Die fahren jetzt halt. Nee, nicht alle. Ja, aber die vorne. Warte mal, ich frag mal. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit so alten Mediums. Ihre Reifen sind 8 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,44,0. Am Ende werden 3 Sekunden auf die Gesamtzeit draufgerechnet. Hey, das Flag muss auch nochmal rein. Außer der fährt mit den Reifen zu Ende, aber die sind halt 8 Runden alt. Scheiße, echt, ey. Es war Scheiße. Gut eigentlich bislang. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe gedacht, du weißt, wann du gestoppt bist. Nee, bei dem Reifenstatus. Safety kommt man nicht rein, da hinten scheint was passiert zu sein. Britti und West Vibe. Meine Fresse, wann fährt denn der rein? Willst du mich verarschen? Eine würde noch neun. Ja, warum bleibt das 4 Runden draus? Was ist denn überhaupt passiert? Keine Ahnung. Alter, Eier ist so rum, ey. Mit 100 fahren wir da über die Piste. Ja. Muss jetzt gleich einen richtig guten Restart machen. Wenn er hier das Rennen gewinnen will, weil bis jetzt ist er wieder hinter seinem Teamkollegen.
Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Und so wie es ausschaut, kommt das Safety Car rein. Sehr früh Gas. Lass uns die Überholtaste benutzen und etwas Energie aufbrauchen. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Fuck, ey, echt. So schön Zeit rausfahren, ich könnte kotzen, echt.
Papa bei. Dankeschön. Ah. Sorry. Ich hab mich wegen verbremst. Ich glaube, da müssen aber noch ein paar rein, ja, wenn ich mir das so anstelle. Du hast noch so was gekauft. Der Felsen muss noch rein, das Blech muss noch rein. Danke, Driver, guck mal zu. Ich habe die nicht gehört, mein Ding war aus. Was? Ach so. Gleich. Ich sag, da müssen noch ein paar rein, du hast noch gute Chancen. Black, Frankfurt Driver, 15 Sekunden Zeitstrafe. Jason muss noch rein. Also es müssen noch einige rein. Dass der nochmal reinfährt, das Black. Dann fahr du halt auch durch. Kann ich nicht, schau ich nicht. Alles klar? Nein. Aber ich seine Reifen sind genauso wie deine. Leider müssen wir zeigen. Ja, warum müssen die denn so viel schneller? Ja, wie gesagt, 2 und 4. Mann ey, du bremst hinten Spitzkehre, leck mich am Arsch, echt. Sie
Sieh zu, ob du deinen Vordermann nicht einholen kannst. Der liegt 5 Sekunden vor dir. Ich fahr die Runde rein. Jo, okay. Ach komm echt. Nächste Zeitstrafe, wenn mir das Black in den SS überholen will, muss die ausweichen. Kriege ich eine Zeitstrafe, das ist unglaublich, oder? Mist. Oh Mann. Ja, Puschner weg, der hat auch 6 Sekunden. Das schaffst du schon, den kriegst du noch. Wenn der auch noch mal rein muss, dann kriegst du den locker. Also ich fahre jetzt rein. Jo. Vergiss nicht dein Reifenmanagement. Der fährt nicht mehr rein, der fährt durch, der Sack. Mann, ey. Meinst du? Ja. 100 Pro. Ach, Mensch, ey. Hätte so schön werden können. Weg mal auf Platz 9 zurückfallen. Da geht Frankfurt auch vorbei. In
rein. Und der versucht da zurückzukämpfen, aber. Oh, und hat sich den Flügel gehauen, der Red Bull. Das war unglücklich. Oh, und Cortega wurde disqualifiziert. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 5,6 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 13 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 36,8. Wir fallen pro Runde um etwa 4 Zehntel zurück. Der Wagen hat eine Zeitstrafe von 9,0. Die fahren alle durch, ey. Ich könnte heulen, echt. Naja, aber dann lassen die Reifen schon extrem nach. Wenn die durchfahren. Das glaube ich nicht.
bist du denn jetzt? Sechster. Hier ist Fliss, über der Cobretti vorbei. Oh, was macht der jetzt auch, oder? Versucht der jetzt in reinzustechen? Nee. Cobretti verteidigt da gut. Macht den das auf jeden Fall nicht einfach. So, und da ist er vorbei. Und Cobretti hat sich nochmal 30 Gruppen geholt. Dazu. Der Jason fährt nochmal rein. Sehr gut. Yes. Sehr gut. Für uns beide sehr gut. Nee. Gut gemacht. Damit liegst du auf P1. P1, du führst das Rennen an. Thank you.
ist, will jetzt hier an Jason vorbei. Holt auch immer mehr auf. Sechs Runden haben wir noch. Wird sehr eng, sehr eng. Thank you.
struggelt voll, der Splack. Alter, du bist gleich vorbei, Mann. Knapp dir den, aber du... Ja, ich riskiere jetzt nichts. Ich fahre jetzt unten in der Geraden, schaue ich, dass ich ihn kriege. Ja. Ich fahre jetzt mal noch für sie hier. Du hast noch zwei Runden, also locker. Dann kriegst du. Aber das Bier nicht, du hast noch Zeit. Ja, ich weiß. Jetzt hast du sogar noch zwei. Guten Exit. Splack jetzt außenrum. Ja, nächste Kurve ist er in. Kann er zurückkämpfen? Oh ja, kann er. Aber Wegwart geht vorbei. Vorbei, jetzt mega, bloß kein Alter. Scheiß bauen. Bloß kein Scheiß bauen. Geil. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Man hat zum Beispiel Splack überholt. Das ist ja immer noch vor ihm. Splack konnte nicht zurückkämpfen. Hier ist unser voraussichtlicher Rennsieger, Ovidan, holt hier seinen zweiten Sieg die Saison, den zweiten Sieg in Folge. Bei den Sekunden Speck und Wigmatt. So. Herzlichen Glückwunsch. Dir auch. Dankeschön. Alter!
Hast du das geil gemanagt jetzt noch am Schluss? Dankeschön, ja, aber das war. Yes. Das war. Ich habe halt jetzt letzte Runde, ich hatte zwei Verwarnungen jetzt am Schluss noch, ne? Da habe ich jetzt noch gedacht, Alter, ich muss an dem vorbei, ne? Und die letzte Runde bin ich quasi im Schleichmodus gefahren, ne? So, ja. Und außen schön weit genommen, das Jaka. Keine dritte Verwarnung mehr kriegst, sonst wäre das Black noch von mir an mir vorbeigegangen. Ja. Wegen Zeitstrafen, Alter. Ne? Leck mich am Arsch, ey. Mega. Alter, yes! Yes! Jawohl, so muss es sein. Alter! Schade, Mensch, mit dem Safety Car. Ich habe mich verkalkuliert, ne? Meine Strategie, ich war ja mega an dir dran, ne? Hast du ja gesehen, mit Mediums jetzt, ne? Das wäre wirklich eng geworden, ja, mit Mediums, weil ich habe ja, hast du ja gesehen, mit den Soften, ich habe ja 15 Sekunden reingefahren mit den Soften. Also die gehen halt wie Hulle, ne? Und von dem habe ich gedacht, am Schluss, die letzten, ich wäre so 17 Runden vor Ende, wäre ich reingekommen und ich glaube, der wäre es echt eng geworden, aber scheiß Safety Car, ne? Aber scheißegal, mega, hätte ich nie gedacht, erste die USA hätte ich nie gedacht, nie. Alter, wir können uns echt auf die Schulter klopfen, Mann. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dir auch. Also hätte ich nie gedacht, USA hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Mega. Nee, ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, krass, cool. Ja, cool, liebe Streaming-Freunde, na, war geiles Ergebnis wieder. Von uns beiden finde ich rufe mich ja ungern selber, aber für USA war es echt mega, doch besser geht's ja fast. Also nicht, ne? Das war mal wieder echt gut. Ja, man kann es nicht leugnen. Ja, war einfach sehr mega. Cool, sehr cool. Geil. Gut, dann verabschiede ich mich oder wir uns von euch, wünschen euch noch einen schönen Sonntagabend und hören uns zum nächsten Training, was dann Mexiko sein wird, Strecke. Und ja, wünschen euch, wie gesagt, schönen Abend, Sonntagabend und habt noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus. Ciao.